Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei It Takes Two. Immer noch auf der Suche nach Mays Inspiration. Action. Und wir brauchen ein Publikum. Oh, guck mal hier, Jay. Oh, I remember this one. It was a hit. Oh, hast du das auch immer gemacht? Oder hattest du mal einen Plattenspieler? Yeah, work it. Nee, nee. Ich hab da so, wir hatten einen Plattenspieler früher und ich habe auch immer die Lieder auf Schlumpfenstimme abgespielt. Der Platten hat man nie. Nee, 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 nee. Man konnte halt auf so einer... Oh ja, Slay Queen. Yes. warte mal, sie hat ja ziemlich am Anfang gesagt, dass man mit Singen nicht wirklich Geld verdienen kann. Oder sehr schwer. Vielleicht hat sie ja auch nie wirklich groß vor Publikum gesungen. Ah. Mein Opa hatte mal einen Plattenspieler, den habe ich persönlich aber nie benutzt. Also ich hatte als Kind einen Plattenspieler, von meiner Mutti noch, und habe da immer gerne Platten drauf gehört. Und ich habe auch jetzt einen Plattenspieler und höre da immer noch sehr gerne Platten drauf. Oh. Oh, guck mal, im Urlaub. Also die Kleine sieht echt schäbig aus. Oh ja. You were really the best, Rose. Oh. Ah, die Teile hatte ich auch noch, ne, dass man da so klickt. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass man da seine eigenen Fotos reintun kann, quasi. Look how she loves being with her mom. Don't know. Wo ist sie, in einem Stall? Da hinten hängt doch ein Sattel oder was? Ja, das ist im Dings. Das ist ein Rucksack. Ach so. Das ist wahrscheinlich ein Krankenhaus. Ach so, das kann sein, ja. Lol, erstmal das Baby neben den Hund gelegt, schön. Ja. Futter! Was hat eigentlich das Baby da im Bild zu suchen? Der Doc ist doch viel zu schön. Oder? Und wer ist das andere Kind? Ja. Das oder sind das die beiden hier? Das von dem anderen. Wahrscheinlich. Achso, vom Postboten. Oder sind das vielleicht die beiden in klein? Kann dass sein, sie ja. Sich schon kennen. We used to really have lots of fun together, huh? Yeah, we did. Was für schöne Fotos. Boah, wie viele Fotos passen denn da rein in das Ding? So das viele. Das waren schon ein paar. Das war schön. Yeah. Oh, Jay! Hier ist ein Spiel. Cozy! An old arcade cabinet! Oh, let's try yes. It out! Mit ihr, sie macht erstmal ein paar Ampelmänner. Was? Track-Runner? Runner? Bahnläufe. Spur wechseln, springen. Oh, hatten wir sowas nicht schon mal? Oh, weiß ich gar nicht. So nostalgic! Yeah, like when I used to kick your mind. You mean like how I'm going to right now? Okay. Shit. Oh, come on. Oh, hi, hi, what? Warum? Wow, what the fuck? Scheiße. Ach so geht die Steuerung. Okay. Ja, bitte. Wow. Wow. Oh, what the fuck? Shit. Shit, 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 shit. Ich bin nicht gut in sowas. Ja, ich hab das schon bei Yooka-Laylee verkackt, Mann. Oh nein. Die Dings, die Steuerung ist aber auch mega heikel. Oh, nein. Oh, nicht schneller werden. Scheibenkleister. Mann. What the fuck? Das soll aufhören! Oh Gott, danke. Das ist danke, Cody! Ich hätte das nie gewinnen können. Ich hab das schon bei Yooka-Laylee nicht hinbekommen mit dieser Scheiße da. Scheiße! Dann ist hier was bestimmt ist da noch oben? Da oben sind Batterien oder sowas. Was ist das da oben? Warte mal. Wenn auf jeden Fall hier noch. Oh, guck mal, was ist das? Oh, Jay! Come on! Komm her! Ich hab was gefunden! Sylvester!
3, 2, 1. Woo! Nice! Oh, wow. Ach komm, wow. Das war schön. Das, ja, der hat sich mehr erwartet. Ach komm. Ach komm! Oh, oh, oh. Oh. Oh, was ist das? Ah, oh, das ist das Ding. Ah. Oh. May, please. Hier ist bestimmt noch ein Spieler. Ja. Ah, nee, hier ist nochmal. Ah. Oh. Fanbriefe mit dir. I had forgotten about that one. I'll never forget it. Oh. Yeah. Me too. But it's a little bittersweet now. It still makes me smile. Ach, ist ja süß. I'm glad to hear that. Oh, hast du mal gelesen, was da steht? Ich vermisse dich jede Minute am Tag. Die einzige Zeit, wo ich dich nicht vermisse, ist, wenn ich schlafe. Aber dann träume ich von dir. Oh, ist das süß. Das sind so Briefe, wo sie noch ganz jung waren bestimmt, oder? Was ein Schnulzenscheiß. First time das erste Mal, als ich dich singen gehört habe, wusste ich, du bist die eine. Ach, oh, ist das schön. Danke, warte mal, thank you for being you, danke, dass du bist und was for the pep talk, ich weiß nicht, was das heißt. I know I can make it now, ich weiß, dass ich es jetzt schaffen kann. Ich denke, das Coolste, was ich jemals in meinem Leben getan habe, war es, dich zu finden. Ich liebe dich für immer, Cody. Och, ist das süß! Oh boy. Das waren aber auch... Das sind... Eher so Fan... Ne? Nein, ich glaube, das sind Briefe, wo die noch jünger waren, in der Schule. Kann ich mir auch gut vorstellen. Oh, ist das... Aber er hat eine sauschöne Schrift. Das das stimmt. Pep Talk ist sowas wie eine Aufmunterungsrede, wenn ich mich nicht ganz irre. Ah, alles klar. Und... Der Dicke. All out of booms. Okay. Out of booms. Out of booms. Gut, dass er nicht Boobs gesagt hat, das wäre schlecht gewesen. Hier war da auch noch was. Oh ne, okay, hier hätte man auch noch rüberkommen können. Ah, okay. Na gut, dann gehen wir. Oh, hier ist noch was. Oh. Oh, nice. Oh Gott, das ist doch dieses, wie heißt das Spiel? What Simon Says heißt das, glaube ich. Nein, lila! Lila! Weiß! White, green! Nein, du musst erst weiß drücken, Jay! Ach so, geht das. Ja. Blue. Jetzt blau, gelb. Blau, gelb, weiß. Blau, gelb, weiß, blau. Oh Gott, blau, gelb, weiß, blau, grün. Mein Gott, also blau, gelb, weiß, verloren. Oh, jetzt habe ich zwei. Simon Says, genau, Simon Says heißt das Spiel. Das ist so lustig, okay. Ich hatte das auch. Oh, ein Walkie-Talkie. Ja, die gibt's nicht mehr. Ah, okay, wir müssen hier runter. Wann sagen wir dir eigentlich, wann ab, dass die beiden tot sind? VIP, Mausi, wir sind VIP. Hey, hey, buddy, over here. What's up? What's up? Sorry, kids, no minors. Kids? No. We're just small in size. That's all. Yeah, right. Get out of here, kiddos. Kiddos. Excuse me, we are adults. You have some ID? Oh, no, we left it at home. That's what they all say. Der lässt uns nicht rein. Glowstick, they're with me.
Dr. Akeem, my bro, there you. Yeah, yeah, yeah. No. Nein, nein, denke doch alle. Sorry about that. Welcome to the club. Enjoy the evening. No kids, no. Coming through. Not so cocky anymore, are you? Huh? Huh? Lol. Huh? Cody. Let's dance. Lol. Let's dance. Oh no. Oh. Oh Gott, Super Mario, Regenbogenstrecke. Rainbow Road! Yeah! Let's go! Früher, wenn man Beef mit irgendwem hatte, nicht etwa, dass man sich gegenseitig auf die Schnauze gehauen hat. Nein, nein. Heute Nachmittag, 15 Uhr, wir beide, Rainbow Road. Ja, ja, true. So, los geht's. Hey, you know, this place reminds me of something else. Tschüss! LOL! LOL! Muss mal runterspringen! Kommt dir das dann bekannt vor? Nee! Das hast du nur auch gemacht! Wie in Mario Kart, da kommt ja auch dieser Koopa runter, ne? Echt? Okay. Wieder auf die Bahn hauen. LOL! Richtig cool! Kannst du nochmal runterfallen und mir das zeigen? Ja, da! Oh! Hä? Kann ich grad nicht? Jetzt kann ich. Guck da. Oh, danke schön. Das ist wie. Ich bin wieder erst. Das macht doch der Dude immer mit der Angel, dieser Koopa. Ja, ja. Hol dich doch mit der Angel ja, wieder ja. auf die Fahrbahn. Ich weiß, was du meinst. Gott, das knapp. Nein! Oh. Achtung, ich hab blauen Panzer. Was? Oh Gott, okay. Ach ja, die gute Rainbow Road. Warte, ich muss erst mal kurz lesen. Die Figur, die einen. Warte mal. Wie oft ich damals versucht habe, an bestimmten Stellen runterzuspringen, um etwas abzukürzen. Ja! Und zur Information: Die Figur, die einen wieder auf die Bahn angelt, heißt Lakitu. Das stimmt. Oh. Das ist so cool. Pretty good at the sliding thingy. Why, thank you, Cody. It was a lot of fun. Cool. The platform to move it to the beach. Ooh, okay. Was? Oh. Hä? Oh. Was? Wie hast du denn jetzt gemacht? Na! Da! Schon wieder unten. Ach, oh, wir müssen noch warten. So. Yeah, oh. Okay. Ach du lieber Himmel. Okay. Okay. Oh. Los. Nee, nee. Ich komme mir vor wie so ein liebes Tunnel auf dem Jahrmarkt, Alter. Wechselt das mal, danke. Nein, oh Gott. Ja, die wechseln die ganze Zeit. Ich muss da schon wieder singen, warte mal. Du musst da dein Ha machen. Ja. Okay. Ja, das geht wieder runter. Scheiße. Du musst da drauf stehen bleiben und Ha und dann. Puh. Jetzt halt. Ah. Ich hab's geschafft! Okay, warte. Yeah. Komm! Okay, sag Bescheid, wow. Wenn du da bist. Okay. Bin da. Komm! Oh, eine Disco-Kugel, nice! Okay, nochmal. Nochmal. Lol. Was?
Oh, da sind Löcher drin. Oh, it's rolling. Au, au. Move it, move it. Dance, dance, Cody. Dance, dance, revolution. Yeah, not with my life at stake. Wow. Oh. Ach, man kann auch springen. Lol. Oder man springt in die Löcher, das geht natürlich auch. Bisschen Talking-mäßig gerade die Musik, ey. Aua. Ich weiß nicht, wie man modern talkt. Meinst du? Party harder, Cody! Autsch. Autsch, autsch. Oh, oh no! Oh no, no, oh, no, no, no. Gott, wie schnell soll das bitte noch werden? Au, 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 au. Oh Gott. Hui. Hui. Boah, Alter. Wie schnell ist dieser Ball? Oh mein Gott. Ah, okay. Er ist geplatzt. Wir machen wieder alles kaputt hier, ne? Lol. Patsch, 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 patsch. Ich glitzer. Hands down, the weirdest experience of my life. I'm glad I didn't have to do it alone. Yeah. It's been crazy, dangerous, nerve-wracking. Fun. Fun indeed. Oh Gott, ist schon wieder wie in diesem Kaleidoskop. Oh, you. Do you hear that crowd, May? Yeah, hoch, hoch, Jay! Hoch! Nee, Mitte. Ich glaube, nee. Ich mach mich mal vom Acker selbst ein bisschen zocken. Viel Spaß euch noch. Ja, macht euch einen schönen Abend noch, ihr zwei. Vielen Dank fürs dabei sein. Habt auch viel Spaß. Oh, oh ciao, ciao. Hey, we didn't do anything. Oh, wir haben die Musik ausgemacht. Okay, baby, groove it. Come on, glow sticks. Dance with me. What are you doing? Where are you going? Come on, glow sticks. Hey, Cody, May. Play some music. Make them dance. Maybe they will if you leave the dance floor. Yeah, dude. Seriously, I think you're scaring them. No way, baby. No. I'm killing it. Can't you see my hip gyrations? Oh, please stop. Nein. Woohoo! Oh, but they're on flat ass. Oh boy. Look at this. Right, left. But to make the audience dance, you need to play the music. Okay. Get the audience on the floor. Let's DJ, baby. Woohoo! Oh boy. Okay. All right. Let's figure out this DJ thing. Ah, let's lol, lol. Okay. Was? Was? Oh Gott. Ah. Ich geb dir einen wegen Nebel. Vielleicht etwas zu viel. Jetzt müssen wir tanzen, gell? Oh Gott. Yeah. Oh, 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 da sind Dings. Gar nicht gesehen. Nice. Noch mehr Nebel. Wer ist das so, Alter? Bam, 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 bam. Yeah, und nochmal dance. Okay. Let's go.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo ich hinsehen soll, wenn er seine Hüften betonen will. Ja, es ist echt so. Okay. Wow. Springen, alles klar. Yeah. Aua. Oh, das hab ich nicht gesehen. Ach, das sind die, okay. Yeah. Oh, ich sehe diese Dinge drunter irgendwie. Ja, dieses rote, ne? Jupp. Bevor man sie überspringt. Das ist mir auch sehr schwer. Oh. Okay. Ich mag das Musiklevel, das ist echt cool. Jo, das ist sehr nett. Wo saugt er uns da eigentlich? Was hat er uns gegeben? Ich weiß es nicht. Hat uns angepupst bestimmt. Das sieht ja fast so aus, wie wenn ich mal meine Stufe einnehme. So. Mhm. Alter, wie so eine Geburt oder so, weißt du? Vibrations hier, Vibrations! Du musst ballern! So, ihr ist fast uns an. Sind die beiden da am Schmusen? What the fuck? Are you ready for your performance, mate? Are we still missing something? No, we got everything we need! It's showtime, baby! Baby! Hallo. Bin gespannt, was wir jetzt wieder machen müssen. Dieses Buch, Alter. You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Yes, that would make you relax. No. Absolut. Cody, let's go prep the stage. Okay, Buck. Wer will nicht jeden Menschen nackt sehen einfach? Jeden. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Oh, yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No. Yeah. Just seeing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Okay, da hat er was Wahres gesagt. Ich glaube, jeder wäre etwas aufgeregt, wenn man von einem angehenden Liebestherapeutenbuch entführt wird, ja? Tut. Aber ne, guck nochmal die Grafik. Holy shit. Ja, ist mega schön, ne? Es ist so gut gemacht. Oh, diese Details halt auch so bei ihr, die Haare, dass da so noch so, ne, dass die nicht mehr ganz ordentlich sitzen und so ein paar kleine Schlaufen schon rausgucken. Muss ich nicht noch irgendwas machen? Schminken. Ach, guck mal hier, Barbie-Schminke. Kann ich hier noch irgendwas machen? Warte. Nee. Nö. Gut, dann komm ich mal. Auf geht's. Shake die Hüfte. Ich frage mich, ob sie noch nie vor einem großen Publikum gesungen hat oder ob sie es schon einmal verpasst hat, aber dann irgendwie verhauen hat. Ja, ich frage mich halt auch, weil er sagt ja immer, sie hat schon vor Publikum gesungen. Oh, warte, guck nach links. Guck nach links. Das da? Lily. Lily Fields. Ja. Stimmt. Ja, da frage ich mich auch, ob sie halt noch nie vor einem richtig großen Publikum gesungen hat. Weil vor Publikum muss er ja schon mal gesungen haben. Das hat er ja gesagt, der Cody. Aber eben jetzt vielleicht... Jumpscare. Vielleicht hat sie es auch einfach noch sehr lange nicht mehr gemacht. Oder früher in der Schule. Und dass sie dann eben irgendwann nach der Schule gesagt hat, sie lernt einen Beruf, mit dem sie halt auch Geld verdienen kann, ne? Ach,
Bin ich jetzt ein hat DJ? Dann das Singen aufgegeben. Und ich meine, die Rose, die ist ja auch schon über 10 Jahre alt. Wenn die jetzt schon seit über 10 Jahren nicht mehr gesungen hat. This is gonna be special. Na, guck mal, da ist deine Audience. Lilly. Du machst das super. Guck da, die winken schon da drüben. Ja. Lights on. Ja, aber es ist noch viel so, ne, mit Singen, also Musik und also ne, Kunst und so, ne, sagen dir alle immer, boah, ne, da musst du richtig gut sein, damit du was verdienen kannst. Ja. Mit, ne, und so. Und keine Ahnung, die pushen dich quasi so ein klein wenig down oder machen dir halt ein Gewissen draus, ne? Ja, die Leute machen einem Angst. Wenn man aber an sich glaubt, dann kann man das auch hinkriegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch schon davor aufgehört hat, als sie vielleicht schon angefangen haben, eine Familie zu planen. Ja, das denke ich eben auch. Dass sie so nach der Schulzeit, wenn es dann darum ging, einen Beruf zu erlernen, Arbeit, ja. dass sie sich dann entschieden hat, das Singen aufzugeben und was zu lernen, was eben auch Geld bringt dann später mal, ne? Weil die scheinen sich ja schon seit der Kindheit zu kennen wohl. Dass sie halt vielleicht früher in der Schule vor Publikum gesungen hat, in der Theater-AG war oder in der Musik-AG oder so. Das könnte gut sein, irgendwie so. Du schaffst das, May! Come on, May. You can do this. Ich finde das aber süß, wie das Buch sie gerade ermutigt. Wo will die denn hin? Eben, du hattest doch was gesagt, ne? Von wegen dem Brief. Ne, dass sie wahrscheinlich schreibt, dass sie gehen wird oder so. Davonlaufen oder so. Meinst du, die bereitet sich gerade vor, wegzulaufen? Das kann sein, dass sie geschrieben hat, dass sie wegläuft, weil sie denkt, dass die Eltern wegen ihr streiten und wenn sie nicht mehr da ist, dass sie nicht mehr streiten wird dann, werden dann? Das könnte gut sein. Das sind schon wieder so Gedanken, ne, die man nur als Kind hat, ne? Das ist so. Später, wenn man älter ist, denkt man sich, wow, fuck those. Fick die Leute. Scheiß drauf. Dass die sich aber, wie gesagt, überhaupt nicht wundert, dass ihre Mutter nicht mehr aufwacht. Mama, bist du tot? Ach, egal. Jetzt erst mal geslappt und gefragt, bist du okay? Ja, aber echt. Was ist so süß eigentlich, ne? Und gibt sich die Schuld an allem, dabei ist sie nicht das Problem. Oh. Aber das so geht's vielen Kindern, wenn es um Scheidungen geht. Ja, echt. Nö, ich habe eigentlich immer meiner Mutter die Schuld gegeben. Wow. You can do this, May. I know you can. Weil diese Puppen, ne, die hat ja die Kleine gemacht. Die sind so schön eigentlich. Jetzt mal überlegen, ein Kind hat das gemacht. Schmilzt gerade. Oh, ich hab Gänsehaut. Das ist schön. Special effects, holy shit. Oh, okay. Now she found her passion! Oh, ich hab richtig Gänsehaut gerade. Ja, schöne Szene.
That was beautiful, May. Thank you. Aww, wie süß. Let's do it. Come on, Jay. Ich kann mir schon vorstellen, ob was das geht. Na los, komm schon. Nee. Ah, nein, ich trau mich nicht. Oder doch? Kann man auch mit Kreis zurück? Nein, kann man nicht. Nein, ich trau mich doch nicht. Ah, nein. Okay, doch. Komm schon. Komm. Ja. Ah, Jay! Tu es! Ja! Na. Jetzt kommt das Buch wieder, pass auf. Sind halt so groß pass wie auf, jetzt kommt das Buch. Pass auf! Collaboration! Ah, Jay! Was denn? Ah! Oh! Nein, nein, oh nein, nein, oh nein, nein. Oh, wollen wir wirklich? Sagen wir, ich weiß nicht so recht. Manch. Okay, lass es uns tun. Hallöchen. Hallo. Hallo. Jetzt ist aber gut, hier gucken Kinder zu vielleicht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich dürften keine Kinder zu gucken. Aber eigentlich, jetzt wo sie wieder gut sind, ne, können sie ja die Alte gehen lassen und Neues machen. Ne? Tee. Was denn? Wäre auch mal gut zu wissen, wie viel Zeit so für die Tochter vergangen ist. Wenn es nur zum Beispiel 1 oder 2 Stunden sind, dann ist es ja nichts Außergewöhnliches für so eine Zeit, mal ein Nickerchen zu halten. Ja, aber der Vater sitzt einfach lethargisch auf seinem Stuhl und bewegt sich nicht, weißt du? Hat einer von meinen hörst du meinen Stream? Nee, ne? Nee. Da hat gerade einer von meinen Zuschauern, während die geknutscht haben, so diesen sexy Song gemacht. So. Oh! Wir sind aufgewacht. Ja! Also du bist aufgewacht. Ja, deine Alte ist auch shabby. Ah, schade. Hey! Ich will doch auch aufwachen. Aber so rein von dem Wetter her, also Wetter, Tagesdings her, sieht das eher aus nach ein paar Stunden, die vergangen ja, sind. Ja, denke ich auch. Ja, sie ist weg. Cody! May! It worked! Yeah, we're back! Where's Rose? I don't know. Was ist der Brief? Habt ihr schon im Zimmer geguckt? Meine Güte. Die klopfen nicht an. Was sind denn das für... Schon mal was von Privatsphäre gehört? Ach, mit 10? Oh, die sind doch noch da, die Spielzeuge. Ja, die haben die ja nicht wirklich kaputt gemacht, denke ich mal. Also, ja, vielleicht schon. Hm, wahrscheinlich der Elefant ist wegen. Hey. What? A letter. Dear Mom and Dad, I'm sorry that I did this to you. Mm. I know how to make everything good again. Oh nein! All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, Mom. I love you, Dad. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. I packed a sandwich and a lollipop. Oh, no. Rose.
Hilf. Rose! Sweetie! I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Okay. So, does that mean you can become friends again? Mm. Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay. Komm her. Ah, sie hat das Buch mitgenommen. Wo hat sie den Scheiß eigentlich her? Jetzt kommt der Bus und überfährt die Mutter. Das wäre mal ein Plot-Twist. Oder das Kind. Ja. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Let's go home. Okay, so Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win? Mom, of course. No. You're right. And that's why I like the hangout. Cody. I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. Und das war's, Freunde. Oh mein Gott, so ein schönes Spiel. Es war so schön. Oh, das hat Spaß gemacht, oder? Ja, yep. Das hat echt mega Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Und ich fand's also wirklich ein großartiges Spiel. Die Grafiken, alles, wie das... Oh, die haben sich für jedes Level einfach was Neues ausgedacht. Es war nichts das Gleiche, nicht langweilig, es war immer spannend. Mega gut. Ach, guck mal, ihr Pflaster am Kopf, ist das süß. Oh. Und die Uhr haben sie auch wieder aufgehängt. Die haben sie doch auseinandergenommen. Schön. Oh. Ob sie sich jetzt nicht mehr streiten und scheiden lassen wollen? Was denkst du? Kann ich mir so vorstellen. Oh, die blöde Ziege, die blöde Hummel, die hat uns einfach allein gelassen. Man steigt nicht auf Stühle, du wirst runterfallen und dir das Genick brechen. Ja, komm. Sie haben ja jetzt wieder zusammen die Fähigkeiten, Neues zu machen. Ja, ja. Ach, schön. Das Buch, Alter, das ist mir so hart auf die Nerven gegangen. Ja, oh ja. Gut, am Schluss wurde es dann immer besser, weil er wirklich... Moonbaboon, Jack in the Box, Cutie und Joey. Ach, die Musik ist auch so schön. Also ich muss wirklich sagen, alles an diesem Spiel hat mir richtig gut gefallen. Ich kann nichts sagen, wo ich jetzt sagen würde, nee, gar nichts. Wirklich ein rundum gelungenes Spiel für mich jetzt. Jo, es ist echt... Und ich mag halt den Fakt, dass halt wirklich über eine Art Probleme sich das Spiel, dass das Spiel handelt einfach über ein recht common Problem. Ja, ist richtig, ja, genau, über ein Problem, was es in vielen Familien gibt, dass eben, dass die Eltern sich streiten wegen eigentlich Dinge, wegen Dingen, die nicht wichtig sind. Der Alltag hat sich eingeschlichen und dadurch lebt man sich auseinander. Das kann einfach passieren und die Kinder geben sich dann die Schuld, ne? Jupp. Es ist einfach sehr so. Sehr viele Kinder leiden krass drunter, wenn die Eltern Scheidungsgedöns. Ja, das ist so. Das ist so. Und hier wird dir das erwägen vor Augen geführt noch. Ja, ne? Richtig. In einem Spiel quasi. Und die Eltern, wie auch hier, sehen oftmals gar nicht, dass eigentlich die Kinder die Leidtragenden sind. Ne, sie streiten und wollen sich scheiden lassen und versuchen nicht, ihre Probleme aufzuarbeiten und sehen gar nicht, wie sie ihren Kindern damit wehtun. Ne?
Und es ist halt einfach so, wenn man eine Familie gründet, sind da auch immer noch die Kinder. Man kann dann einfach nicht mehr nur an sich selber denken. Es ist einfach so. Yep. Und vor allem muss man auch ein klein wenig eigentlich an die Kinder denken, weil... Nicht nur ein klein wenig, eigentlich denn, muss man vor allem an die Kinder denken. Yep. Klar, wenn man sich nicht mehr versteht und wenn es einfach nicht mehr geht, dann ist es vielleicht besser, einen Schlussstrich zu ziehen, aber dann muss man das halt so machen, dass es auch für die Kinder nicht so schwer ist, ne? Jupp. Oder, gut, einige machen es ja, wenn die Kinder erwachsener sind, aber ich weiß halt nicht, ob das der krasse Sinn ist. Ja, ne, ist halt eine Beziehung schwierig. Einfach fortführen zu lassen, obwohl man eigentlich... Ich meine, es ist halt auch so, wenn so eine Beziehung schlecht... Moment, klein... Ja? Wir sind gleich durch, denke gleich kannst du... Ja, ja, es ist halt so, wenn so eine Beziehung führst und du merkst, aber es ist halt auch für die Kinder dann eine Belastung, ne? Wenn es einfach nicht besser wird, dann ist eine Trennung vielleicht wirklich besser, auch für die Kinder. Aber man kann es halt nicht so ausleben, dass die Kinder sich die Schuld geben. So sieht's aus. Warte mal, hier wird noch gerade was geschrieben. Deswegen ist Kommunikation immer wichtig. Kleinigkeiten sind immer Kleinigkeiten, die oft relativ leicht zu lösen sind. Aber wenn man die einfach ignoriert, wird daraus irgendwann ein riesiger Haufen Kleinigkeiten, der nicht mehr so einfach ist, wegzukriegen. Ganz genau, so sieht's aus. Man sollte immer versuchen, an seinen, ich sag mal, Fehlern zu arbeiten. Immer versuchen, solche Kleinigkeiten gleich aus der Welt zu schaffen und sie nicht in sich reinzufressen. Und deswegen ist eben, wie du schon sagst, Necklord, Kommunikation in einer Beziehung, ob Kinder da sind oder nicht, immer das Allerwichtigste. Wenn man nicht miteinander redet, kann der andere auch nicht wissen, was einen gerade belastet. Yep. Na, kein Mensch kann hell sehen. Und wenn man nicht sagt, was los ist und einfach nur, es gibt ja viele Menschen, wenn man die fragt, was ist denn mit dir? Gar nichts. Mit mir ist alles in Ordnung, mir geht's gut. Und obwohl die innerlich sterben gerade, ne? Und das ist eben das Falsche, das ist der falsche Weg. Das ist richtig, man muss immer miteinander reden. Aber schön verpackt diese Lektion. Ja, es ist echt, also... Das Spiel würde vielen... Eltern empfehlen. Nicht Eltern, halt einfach Älteren. Ja. Also ne, das Spiel jetzt, ist jetzt auch nicht so schwer, dass das kein Schwer hinkriegen würde. Also wer der nie zockt oder so, sogar für Leute, die nicht zocken. Ich denke, du hast recht, Kinder würden es halt auch nicht verstehen, worum es hier eigentlich geht. Was man damit eigentlich gesagt bekommt, ne? Ich denke, ein Kind würde das vielleicht nicht so verstehen. Ein Kind, ja, glaube ich auch eher weniger. Ja. Ach, schön, schön. Kann man die Credits abbrechen? Ich wollte nur gerne sehen, ob noch was kommt, aber ich glaube... Oh. Nein, nicht abbrechen. Ah ja, B drücken. Man kann. Ja. Ah, und du musst die andere helfen. Okay. Weil die Credits gucke ich mir eigentlich meistens nicht bis zum Ende an. Nee. Gut, die Credits sind halt gut, um eben zu diskutieren. Also kommt nichts mehr. Okay. Gucken, wie man das Spiel findet und so. Ne? Ja. Das sind deine die Credits, really nice. Ja. So, dann werde ich mal die Folge für YouTube beenden. Liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, dieses Let's Play, was uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, es war großartig. Ich liebe das Spiel und ich bin so gehypt drauf und ich freue mich schon, wenn ich es nochmal mit dem Mann im Hintergrund spiele oder auch mit irgendwem anders. Ich denke, dir hat es auch gefallen, Jay, ne? Oh ja, mir hat das auch sehr gefallen. Ja, also wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, gerne noch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Let's Play gerne wieder mit dabei. Ich weiß noch nicht, was es sein wird, wir werden sehen. Hier auf meinem Kanal, es würde mich sehr, sehr freuen und jetzt verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Projekt. Macht es gut. Tschüss.